Hallöchen Freunde, und da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Let's Play Far Cry 3. Ich sammle hier erstmal nochmal das Blatt ein und dann geht's zum nächsten Funkturm. Und zwar, wo haben wir denn den nächsten? Aha, da ist einer. Und hier ist Gastown oder Gastown. Ja, gehen wir doch direkt da mal hin. Da gibt es auch noch mehrere, habe ich gerade gesehen, wo man noch einnehmen können. Geile Sache. Los geht's. Seid ihr mir wohlgesonnen? Ja, okay. Gut, wie komme ich da jetzt am besten hin? Kann ich... Was ist das für ein Teil? Zementmischer oder was? Ah, da vorne steht ja sogar ein Auto. Es kommt uns sogar entgegen. Ja, ja. Finde ich sehr nice. Einmal rein da bitte. So, und ich muss jetzt kurz mal das noch auf der Karte markieren. Ja, geh mal zu dem hier erstmal. Und dann geh mal zu dem. Ah, der scheint da oben zu sein. Okay. Hier brauche ich mich... Alter, das war knapp. Der hat mich fast gerammt. Aber das, die sind ja auf meiner Seite, von daher... Echt nice. Hier gibt es nicht so viele Piraten. Wie in, ja, wie auf anderen Inseln. Sag ich jetzt einfach mal. Ach, das sind doch Gegner. Ja, keine unschuldigen Zivilisten. Ist gut. Ich gehe da jetzt einfach hoch. So. Let's go. Scheiß auf die Leute da. Wieso haben die mich auf einmal angegriffen? Das sind doch gar keine Piraten. Ah, hier geht's rein. Hier gibt's eine Kiste. Sehr schön. Und hier ein Relikt. Yes, Leute. Yes. Es gab 250 XP. Echt geil. Hab aber gerade erst 3 von 120 gefunden. Nicht gerade die Welt. Aber was willst du machen? So. Wie gehen wir jetzt hier am besten vor? Ja, das sieht doch mal gut aus. Komm ich hier hoch? Ah, komm jetzt. Aber das wird, glaube ich, nichts. Ah, doch hier. Ja, das geht. Das geht sogar. Nice. Okay. Dann, wo geht's hier hoch nochmal? Ich war doch da gerade. Ah, hier. Okay, hätte ich auch von da aus weiter können. Naja, egal. Kriegen wir auch so hin. So. Und jetzt geht's wo weiter? Kurz mal überlegen. Ich sehe fast gar nichts. Ah, hier geht's weiter. Cool. Gehen wir da doch direkt mal hoch. Pff, und jetzt, ah, okay. Direkt hier. Das haben sie gut gelöst hier. Die wissen, wie man es macht. Ubisoft weiß es einfach. Weil es gibt viele Leute, die fallen darauf rein hier. Weil es ist einfach so verwinkelt hier. Und da findet man dann schnell mal nicht den Weg. Also da braucht man dann schon ein bisschen Zeit. Aber ich krieg das ganz gut hin, wie man sieht. So. Jetzt bleibt die Frage. Ah, ich soll da hinspringen, okay. Das war Fail. Leute, das war ein kompletter Fail. Jetzt kann ich den ganzen Scheiß nochmal da hoch. Ach du Kacke, Mann. Das war wirklich nicht so gut. Wieso flieg ich da immer runter? Ich bin doch gerannt gerade eben. Was war denn das hier schon wieder? Meine Güte. Ich verstehe es manchmal selber nicht, was ich immer für eine Scheiße produziere hier. Egal. Da fasse ich mir wirklich teilweise an den Kopf und denke mir, Zockkommander, was machst du da immer? Was machst du da immer? Beziehungsweise Markus. Ja, probieren wir es halt einfach nochmal, bis es funktioniert. Das, ja. Probieren geht über Studieren, sag ich da nur. Ne? Wir müssen es einfach so oft probieren, wie geht halt, und dann schaffen wir da auch was. So, wo bin ich runtergeflogen? Ah, da vorne. Da ist diese fucking Stelle. Das kann doch nicht sein. Ist doch nicht euer Ernst, oder?
Wieso geht denn das nicht? Nochmal. Wir müssen das jetzt schaffen, Leute. Ich stelle mich da wirklich doof an. Und ich verstehe das auch, wenn sich da jemand, also, wenn da jemand sich denkt, ja, was macht denn der da schon wieder? Der fliegt ja da nur runter. Sorry, Leute, aber ich kann es halt nicht. Ich bin halt zu doof dafür. Der will einfach nicht. Ah, die scheinen hier nicht hochzukommen. Das finde ich gut. Alter, wir müssen das jetzt schaffen, Leute. Das kann doch nicht so schwer sein. Mein Gott. So. Jetzt kommt das Schwierigste. Und zwar das hier. So, das war Fail. Aber ich hab's noch geschafft. Und zwar, wir machen jetzt einen richtigen fetten Sprung, Leute. Yes, geht doch. Und jetzt, zack. Meine Fresse. Es ist doch machbar, alles. Es ist machbar. So. Och, du Kacke. Da flicke ich ja fast runter, Alter. Ach du meine Güte. Was? Da unten soll es weitergehen? Ja. Boah. Alter. Was ich da immer für Sprünge hinlege. Oft fliege ich runter, aber teilweise ist es richtig so knapp, dass man einfach denkt, da, der fliegt runter. Und dann fliegt er doch nicht runter. Und ich merke, ich laber mal wieder nur Scheiße daher. Aber das seid ihr ja gewohnt, von daher. So, komm, Funkturm deaktivieren und gut ist. So, der wäre auch erledigt. Ja, da war ich vorher drin. Glaube ich, oder? Da ist das Quad, okay. So, was kriege ich jetzt für Waffen freigeschaltet? Ah, darunter gehe ich jetzt mal her, Leute. Da war ich gerade zwar schon, aber egal. MP5, ja, das passt doch, Leute. Das passt doch. MP5, mit der komme ich sowieso gut klar. Von daher. So. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ja, zum nächsten Funkturm, sage ich einfach mal. Ach du Kacke. Stopp, so. Jetzt gucken wir mal auf der Karte hier, wo der nächste ist. In Gastown. Gastown sind wir. Ja, hier müsste doch irgendwo noch einer sein. Ja, muss ich allerdings hier runterfahren. Aber das kriegen wir hin, Leute. Einfach Fullspeed. So, wie komme ich da am besten rüber? Ist hier mehr? Ich guck doch gerade mal hier. Boah. Ganz schön weit entfernt, aber das ist es mir allemal wert. Deswegen fahren wir da jetzt einfach direkt runter. So. Ah, ich fahr doch nicht direkt steil hinab in die Tiefe, sondern nimm den Weg. Ist ganz gut. Hier geht's richtig steil bergab und da habe ich keinen Bock, ordentlich auf die Fresse zu fliegen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist nicht so gut. Ah, da ist doch ein Gleiter. Der kommt mir noch zugute. Können wir da direkt hingleiten? Dann wär's das auch, Leute. So. Ich hoffe, das reicht. Die Entfernung, also... Ja, von der Höhe, wir sind auf jeden Fall richtig hoch. Boah. Aber die Höhe brauche ich auch, um da zu dem Funkturm hinzukommen. Obwohl, wir müssen sowieso noch ein bisschen absinken. Von daher passt das einfach. Und ich finde es cool, dass er jetzt diesen Taucheranzug immer anhat. Der passt einfach zu ihm. Oh, hier ist ein Vogel. Ist es ein Adler oder? Keine Ahnung.
Ich kenne mich mit Vögeln nicht so aus. Aber cool, dass hier immer irgendwelche Tiere in der Nähe sind. Echt nice. Und wir kriegen das sogar hin, ohne gesehen zu werden. Das ist richtig geil, weil da sieht man schon gerade auf der Karte, da ist ein Lautsprecher und das bedeutet, dass sie dann Hilfe rufen, beziehungsweise Verstärkung eben. Und das haben wir jetzt, ja, umgangen, sag ich mal. Ich hoffe, die sehen mich jetzt nicht. Da wartet doch sicher einer. Alter, das war klar. Und deswegen kill ich euch jetzt. Ah, ich warte, bis sie wegfahren. Dann muss ich die nicht extra killen, wisst ihr? Wieso steigt der jetzt wieder aus? Ja, wer weiß ganz genau, dass... Der fühlt irgendwas, ich weiß es. Ah, leck meine Eier, Alter. So, down. Down sind sie. So sieht's aus und ich habe keinen Alarm gemacht. So, einfach jetzt mal hier. Nächster Funkturm. Wie komme ich da hin? Ah, ich habe eine Idee. Ich bin nicht doof, Leute. Ich bin nicht doof. Und zwar, ich gehe jetzt hier direkt. Den plündere ich hier noch. Komm, mach mal. Dankeschön. 42 Dollar hatte der. Ich habe eine Idee. Wir müssen von diesem Häuschen aus runter gleiten. Beziehungsweise halt da einfach mit dem... Ah, jetzt fällt mir das blöde Wort gerade nicht ein. Egal. Ja, wir sind jetzt halt hier und gut ist. Boah, das knarzt ganz schön, sag ich euch. Wir kommen aber hier richtig voran mit den Funktürmen und das finde ich geil. Also wir hängen hier jetzt nicht die ganze Zeit an einer Stelle und kommen nicht weiter. Oh, jetzt wird's... Naja, geschafft. Jetzt mal ohne Fails, bitte. Hat es jetzt gerade was gebracht, da hinzugehen? Ah ja, hat's. Hier müssen wir nämlich weiter. Dann hier runter. Und hier hoch. Geil. Geile Sache. Wir bekommen immer mehr Waffen. Kostenlos. Und das freut mich. Ich will dieses eine Sniper-Gewehr auch noch haben. Ich glaube, wenn wir... Wir müssen noch bestimmt ein paar Funktürme machen, damit wir das beste Sniper-Gewehr bekommen. Und dann haue ich da noch ein paar Aufsätze drauf. Aber dafür muss ich wahrscheinlich wieder Hauptmission machen, um ein bisschen Kohle zu kassieren. Chip raus, Party an. Also mir fällt auf, dass man an diesen Gegnern wirklich nicht vorbeikommt. Die warten dann da ewig, obwohl sie einen gar nicht sehen. Also und da ewig also rum zu warten im Gebüsch und ja eben, bis die weg sind, zu warten, das ist scheiße, wisst ihr? Das ist einfach nur Kacke. Deswegen mache ich das einfach so, ich knall die direkt ab und dann ist der Drops auch gelutscht. So, und jetzt, wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir hier runter oder da vorne? Ah, von da aus geht es gar nicht. Ich kann da gar nicht, oder? Nee, ich gehe lieber hier runter. Da kann ich es nämlich benutzen. Nicht, dass ich da dann runterfliege. Das wäre scheiße. Ah, das Quatsch steht auf dem anderen Berg da oben. Ich dachte, das wäre hier. Super nice. Na, stopp mal, Leute. Die Munition hätte ich gerne auch noch und den plündere ich noch kurz. Ah, die Munition passt gar nicht zu unserem Gewehr, schade. Aber der hat auch nochmal 54 Dollar.
Sehr schön. Schick, schick. So, und jetzt einen weiteren Funkturm erobern. Und zwar gehen wir zu dem hier. Er ist ein bisschen entfernt. Stopp. Ja, komm, ich fahr da rum. Ich fahr da einfach an denen vorbei, auch wenn die Alarm auslösen. Juckt mich jetzt nicht besonders. So, und jetzt wird auf die Tube gedrückt, meine Freunde. Ah, Servus. Ja, komisch, die greifen mich jetzt mal nicht an. Es ist ein bisschen verwunderlich, dass mich manche angreifen und manche nicht. Bei manchen kann ich einfach vorbeifahren und bei den anderen, da muss man halt die ein oder andere Kugel abgeben. Ah, da fahre ich da hoch jetzt. Schafft es das Auto oder nicht? Ja, das schafft es, gerade so. Aber ziemlich knapp, Leute. Ich steige hier aus und laufe das Stückchen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, sind deine Wanderkünste gefragt. Hast du Ausdauer oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber anscheinend hier schon. Und das ist auch gut so. Das ist gut. So, fuck it. Wie komme ich jetzt hier hoch? Hier ist eine Höhle. Da gehe ich rein. Das muss sein, Leute. Hier ist bestimmt ein Schatz oder so. Schade. Ah doch, hier geht's weiter. Ich hoffe, hier bricht jetzt nichts ein. Ja, Mann, Leute, da ist eine Kiste. Was gibt's da? Boah, 208. Da geht's weiter. 238 Dollar haben wir jetzt. Ich hoffe, hier wartet nichts Böses auf mich.